interessant ist hier bei der WTO-Konferenz ja nicht nur, dass hier Regierungen verhandeln und NGOs sie kritisieren, sondern interessant ist auch, wer sonst noch so alles hier ist. Und das ist natürlich bei einer Welthandelskonferenz in allererster Linie auch die Industrie oder diverse Unternehmen. Zum Beispiel ist hier das Weltwirtschaftsforum aus Davos, Sie kennen diese Leute, vertreten. Die machen eine ganztägige Parallelkonferenz zum Thema Handelserleichterung, Trade Tech, also Technologien zur Handelserleichterung. Und hier können Sie, wenn Sie Handel treiben wollen, alle möglichen Dienstleistungen von neuen Startups einkaufen. Zum Beispiel, wenn Sie für Ihre Lieferketten eine kleine Aufhübschung brauchen und etwas mehr kleine und mittlere Unternehmen aus Entwicklungsländern brauchen, die vielleicht auch noch ein Zertifikat mitbringen, dass sie fair gehandelte Produkte verkaufen können, dann gibt es hier Anbieter, die liefern Ihnen ein Komplettpaket für Ihre Lieferkette zur Aufhübschung, alles drin mit dabei, alle möglichen Produkte wurden hier sehr schön illustriert angeboten. Also hier entstehen ganze neue Industrien, neue Zertifizierungsindustrien, neue Greenwashing-Industrien und ich bin sicher, das wird ein boomender Markt sein, je mehr Lieferkettengesetze in der Welt verabschiedet werden. Interessant ist außerdem noch, dass es hier tatsächlich etwas unklar ist, ob wir eigentlich eine internationale Konferenz haben, wo internationale Regeln gelten, oder eine Konferenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo die Gesetze der Emirate gelten. Und hier darf man zum Beispiel nicht einfach so Flugblätter verteilen, sondern nur mit Genehmigung. Also wer in den Konferenzhallen hier als NGO so ein paar Presseerklärungen verteilte, wurde gestern hier auch schon mal für 2 Stunden festgesetzt, wegen Bruch der Gesetze der Vereinigten Arabischen Emirate. Dabei hat natürlich das WTO-Sekretariat von vornherein erklärt, sowas sei natürlich erlaubt. Also so etwas passiert hier auch und wir hoffen sehr, dass das jetzt noch gelingt, dass man sowas abstellt. Weil das sind natürlich Präzedenzfälle, die will man hier nicht haben für die nächsten Ministerkonferenzen.